In diesem Video gibt es ein Heavy Metal Solo für Pros. Und zwar schauen wir uns ein Iron Maiden Solo an. Und zwar das Adrian Smith Solo von Aces High. Mein persönliches Lieblings-Solo wahrscheinlich von Iron Maiden. Ist richtig nice, ist ziemlich schwer. Und genau deswegen gucken wir uns auch an, denn es ist ja für Pros. Also wenn du was zum Üben suchst, dann bist du hier genau richtig. Und ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein nach dem Einspieler. Let's go. Delamar, musify your life. Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video auf dem Gitarrenhits-Kanal. Mein Name ist Tim. Heute geht es um Iron Maiden. Meine Lieblingsband, als ich so 13, 14 war, wie wahrscheinlich vielen, bei vielen, die Metal hören. Wenn dir das Video gefällt, lass gerne ein Like und ein Sub da. Und das Aces High Solo, das wir heute durchgehen, das spiele ich dir jetzt einmal vor und dann erkläre ich dir, wie es geht. Let's go! Yes, ist ein sehr nice Solo und wie du gesehen hast, nicht so einfach. Und ich erkläre dir mal, wie es geht. Also erstes Lick mit Tabs natürlich. Das erste Lick und auch eigentlich das zweite ist ein Pedal-Lick, was wir hier machen. Pedal-Lick bedeutet, wir haben immer eine Note, die immer gleich ist. Und zwar ist das hier die offene H-Seite. Und zwar machen wir hier erstmal ganz viel mit Pull-Offs. Los geht's im 15. Bund auf der H-Seite. Dann im 19. auf der E-Seite machen wir weiter. Dann zupfst du die offene H-Seite. Das ist so der Pick-Me-Up für dieses Lick. Und dann geht's los mit immer 15 mit dem Mittelfinger auf der H-Seite. Pull-Off auf die 14 und auf die offene Seite. Also haben wir. Wie gesehen hast, ich mache Down, Up, Down, Up. Und dann mache ich immer weiter mit Down. Und zwar machen wir diese Pull-Off-Figur auf der H-Seite jetzt immer hin und her im Wechsel mit dieser Pull-Off-Figur, nämlich der 15. auf der H, der 12. also Pull-Off und offene H-Seite. Immer 15, 14, offen, 15, 12, offen. Und das geht jetzt immer hin und her. Am besten zupfst du immer einmal den ersten Ton nach unten und den Rest musst du eben mit den Pull-Offs übernehmen und das muss dann ziemlich schnell gehen. Wenn du ganz fertig bist, dann zupfst du einmal noch die offene H-Seite an. Und das sind insgesamt 9 Wiederholungen. Also da zähle ich jetzt beide Wiederholungen mit. Und dann kommt hier am Ende die H-Seite. Das heißt, also so wie ich es zähle, machen wir es so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dann noch einmal H-Seite hinterher. Ist natürlich viel schneller, ist eigentlich so. Und dann gehen wir aber auch schon ins nächste Lick weiter. Das nächste Lick ist immer noch ein Pedal-Lick, wie schon angekündigt. Jetzt kommt so ein Adrian Smith-Klassiker und zwar machen wir das mit Picking. Tremolo-Picking nennt sich das, also ganz, ganz schnell auf einer Seite. Und er zupft hier immer eine gegriffene Note und dann immer die offene Seite hinterher. Also los geht's im 12. Bund, mache ich mit dem kleinen Finger. Dann der 10., dann der 8., 10., 8., 7. Dann haben wir das hier. Dann kommt nochmal der 8. Moment, ich scroll mal ein bisschen weiter. Dann kommt nochmal der 8. Und wieder der 7. Also 12, 10, 8, 10, 8, 7, 8, 7. Das ist die erste Stelle in diesem Lick. Und weiter macht er das dann hier. Aber den 5. immer mit der offenen Seite gewechselt. 7. mit dem Ringfinger. Kleiner Finger ab. Zurück zu 7. Und dann enden wir das auf dem 6. Bund auf der G-Seite. Das ganze Lick klingt also so. Und dann sind wir durch mit den Pedal-Licks. Jetzt kommt diese Stelle. Die ist ein bisschen tricky. Ich spiele sie mal langsam vor. Auch
auch ein sehr nices Lick, dorische Tonleiter, richtig, richtig schön. Los geht's mit einem Slide auf die 9 auf der D-Seite. Muss nicht unbedingt geslidet werden, ich meine aber er macht so, ich bin mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall machen wir dann einen kleinen Sweep. Sweeping bedeutet, dass du zweimal nach unten das Plektrum so durch die Seite durchfallen lässt. Und zwar gleichzeitig machst du das, während du den 7. Bund auf der G- und H-Seite greifst. Du musst hier den Finger umklappen, damit die Töne nicht einzeln klingen. Also umklappen ist diese Bewegung hier. Es soll nicht so klingen, sondern so, dass du immer den anderen Ton dann abdämpfst. Und wie gesagt, gesweept. Also nicht zweimal ansetzen zum Zupfen, sondern so durch, ne? Haben wir das hier. Jetzt nach oben gezupft am besten. Die 10 im kleinen Finger auf der H-Seite. Und wir machen zwei Pull-Offs, nämlich auf die 9 und auf die 7 zurück. Haben wir dieses Lick. Und das Wichtige ist hier wirklich die Sweeping-Technik, weil sonst klappt es einfach nicht so schnell. Dann gehen wir auf den 9. unten Ringfinger, pickst du nach unten, dann klappst du wieder um auf die 9 auf der H-Seite, pickst am besten nach oben, dann ein Pull-Off auf die 7, und jetzt muss ich weiter scrollen, sondern auf die 9 jetzt, und die wird gebandet. Das heißt, wir haben dann im nächsten Takt machen wir diese wunderschöne Bewegung. Die habe ich, glaube ich, im Intro ein bisschen verkackt. genau. Das ist ein bisschen tricky. Und zwar aus dem Bending heraus machst du nochmal ein Pre-Bend, machst ein Release, dann ein Pull-Off zu 7 auf die 9 auf der D-Seite, mit dem Zeigefinger die 7 auf der A und runtergeslidet in die 5. Dann gehen wir auf die 9 auf der D-Seite, machen einen Pull-Off zur 7, gehen auf die 7 auf der A und sliden wieder auf die 5. Hast du also das hier. Und dann kannst du ein bisschen wackeln, damit es auch cool klingt. Okay, jetzt genau muss ich schon in die nächste Zeile scrollen. Wir sind ja schon fast durch tatsächlich. Jetzt kommt ein richtig, richtig nices Lick, so ein bisschen Van Halen-Style eigentlich. Bin mir gar nicht sicher, wann jetzt Aces High genau rauskam, ob da Van Halen schon so ein Ding war. Keine Ahnung, auf jeden Fall klingt es so. Viele Pinch Harmonics, also so richtig geplant sind die, glaube ich, nicht. Einfach Pinch Harmonics machen, so wie sie halt kommen. Das Lick an sich ist eigentlich einfach nur eine Blues-Pentatonic. Und zwar H-Pentatonic ist das. Auf der H-Seite im 7. Bund geht's los. Auf die Blue Note, 10 auf der G-Seite, dann auf die 9 und dann auf die 7 auf der G-Seite. Alles gepickt und wie gesagt, so ein bisschen Pinch Harmonics machen. Dann gehen wir auf die 9 auf der D, auf die 8 und auf die 7. Und das gleiche machen wir auf der A-Seite. Ich muss ein bisschen scrollen, damit du die 7 siehst. So. Also auch 9, 8, 7. Dann haben wir das hier. Und da kannst du dann einfach so ein bisschen Pinch Harmonics machen. Und dann klingt das schon wie im Song. Und jetzt kommt das letzte Lick. Wir haben es schon fast durch. Und zwar gehen wir auf die 16 auf der G-Seite mit dem Mittelfinger. 15, 17 auf der H-Seite. Dann Bending und Release. Und Pull-Off zu 15. Und der letzte Ton ist die 17 gebandet. Hier ist der Pfeil. Also das letzte Lick. Kann man tatsächlich alles auch nach unten picken. Aber im Prinzip kannst du machen, wie du willst. Ne? Ja. Du musst den Ton nur treffen. Sehr gut. Okay. Und damit haben wir auch schon das erste Heavy Metal Solo für Pros gelernt. Ich hoffe, dir hat das Video genauso viel Spaß gemacht wie mir. Lass doch gerne noch ein Like und ein Sub da, wenn es dir gefallen hat. Ansonsten kannst du dir jetzt hier bestimmt noch ein paar weitere Vorschläge angucken, die um mein Gesicht herum schwirren werden. Und schreib mir auf jeden Fall noch in die Kommentare, was dein Lieblings-Heavy Metal Solo ist. Dann kriege ich nämlich ein paar Inspirationen von Videos, die ich vielleicht in Zukunft machen kann. Ansonsten, bleib sauber und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut und bis bald.